Guten Morgen. Guten Morgen. Aus Stuttgart. Wir grüßen euch von der CMT 2023. Zwei Jahre war ja leider nichts. Heute haben wir den 13.01. und ab morgen ist ja die Messe für die Besucher geöffnet. Und wir haben gedacht, wir laufen mal mit euch kurz durch alle Hallen, dass ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt. Wir stehen jetzt gerade in Halle 1. Es ist hier natürlich alles noch ein bisschen im Aufbau. Es ist hier noch einiges zu tun, aber morgen, wenn ihr alle kommt, dann ist das hier perfekt. Ich weiß manchmal gar nicht, wie die das hinbekommen. Ne? Ja, das ist, brutal. Hier jetzt haben wir rechts haben wir Roboter. Ja. Neben Moveo. Also wir befinden uns in Halle 1. Hier sind einige Aussteller. Eura ist hier, Detlefs, Moveo, Rimor, Kabel. Rimor hast du schon gesagt, gell? Hier oben ist ja diese Empore, oder wie sie das nennen, ne? Da sind noch auch ganz viele Vans, kleine Vans. Ah, genau, ganz oben drauf sind die. XGO, Wohnmobile. Da kann man übrigens schön nach oben gehen und hat dann so einen richtigen schönen Hallenüberblick. Ja, von oben runter filmen, ja. Runterfilmen eigentlich nicht, das läuft ihm doch nicht runter. Ja. Hier haben wir den Bett. Mhm. Hier den neuen Kasten, die neuen Kastenlager von Detlef. Detlef macht jetzt auch Kastenwagen. Das ist ja süß. Kleine Schnuppel. Schön gemacht, ne? Hm? Hümer haben wir ja auch. Eriba. Dann haben wir hier hinten Fendt, daneben Challenger. Hier ist Karmann. Forster, Leica, LMC, was so alles in eine Halle passt. Brutal. Und also auch das LMC finde ich, glaube ich, jeder Camper was, ne? Ja. Vom kleinsten Van bis zum größten Liner. Da würde ich alles vertreten. Von Zelt, Wohnwagen, voll integrierte Reisemobile, teilintegrierte Reisemobile. Okay, gehen wir da. Hier wird wirklich jeder Anspruch erfüllen. Die Marke Forster, die hat sich auch ganz schön etabliert, ne? Ja. Wo die angefangen haben, da haben die wenige Mobile hier stehen gehabt. Mhm. Und jetzt wird es immer mehr. Da haben wir dann auch noch einige. Kann man sagen, dass das zu der Einsteigerklasse gehört, würde ich sagen. Auch vom Design her, also die sind auch relativ preisgünstig, die Wohnmobile, weil da jetzt noch gar nichts dran steht. Ne? Ah doch, da steht schon was, da ist ein Schild dran. Fahrzeugpreis für 52.000 Euro, ein komplettes Womo. Für dieses Jahr zwei Personen. Da fängt der Basispreis bei 47 an. Also es geht nicht nur teuer auf der Messe.
Wobei natürlich 52.000 Euro jetzt auch kein Schnäppchen in dem Sinne ist. Ist auch nicht lange Geld, ne? Aber im Vergleich zu vielen anderen natürlich. Jetzt stehen wir gerade bei LMC. Unser erstes Wohnmobil war auch von LMC. Und man schaut sich auch gerne mal wieder etwas an, was man selber mal gefahren hat. Oder zumindest so ähnlich. Unsere hieß damals 737 mit einer Länge von 7,50 Meter, glaube ich. Ungefähr. Mhm. Da haben wir so keine Beleuchtung an. Aber es ist ein richtig nettes Wohnmobil für vier Personen. Unterm Hochbett kann man beim LMC übrigens sehr gut stehen. Ich würde Größe von ungefähr 1,4. Da ist ein kleiner Podester, ja, kleine Erhöhung. Und es funktioniert trotzdem. Also ich war schon in vielen Wohnmobilen drin und da konnte man gar nicht mehr stehen. Da muss ich den Kopf einziehen oder man haut sich den Kopf an. Aber hier ist das echt immer gut. Weil das war damals mitunter auch ein Grund, warum wir auf den LMC gekommen sind, weil, ja, drunter gut laufen kann. Gehen wir auf die Stufe hinten. Mittlerweile auch ein kleines Regal. Ne? Ja. Na gut, jetzt bin ich hier natürlich drunter. Ja, gut, ja, aber das man, geht. Das geht auch. Ja, man sitzt dann schon am Bett. Sehr schön, es wird ja mit einer Länge von 7,50 Meter ungefähr. Ist das eigentlich, glaube ich, auch eins der Wohnmobile mit meist gekauften, also in der Länge. Ne? Ja, das ist halt so ein. Kommt man super überall mit hin. Und ein gutes Maß, ist ja. Ist so eingeschränkt. Das ist sehr schön hier integriert. Ne? Ja, das ist keine. Du siehst halt da nichts, dass es hier ein Hubbett verbaut ist. Also, das haben die da echt gut gemacht. Also. Ja. Das passt doch alles absolut. Mhm. Was da auch schön ist. Du musst hier auf dieser Seite, musst du, glaube ich, nichts wegmachen. Geht es dran vorbei? Ja, da geht dran vorbei. Geht dran vorbei, ja. Ja gut, hier vielleicht das Kissen umlegen. Das geht das gerade so vorbei. Von dem Schrank da, ja. Halle 2 haben wir jetzt eben ausgelassen. Halle 2 ist abgeschlossen. Die ist wohl nicht belegt. Die Halle, wir befinden uns jetzt in Halle 3. Hier findet ihr unter anderem Adria, Kessel. Wie ihr seht, ist noch alles in Pilot, Bauphase. Danke, ja. Ja, man muss aufpassen, dass man nirgendwo drüber fährt. Das ist gar nicht so einfach. Filmen und gleichzeitig auf den Wurzelbaum gucken, das ist nicht gut. Ja. Fels, gell? Adria. Pössl, Globecar, Clever, Adria hatten wir. Gineo, Rapido. Also uns ist die Messe Stuttgart natürlich auch immer super. Ist nicht ganz so weit. Genau. Von uns aus, ja. Hier wäre noch ein bisschen Platz. Frankia haben wir hier auch. Was ist das? Joa Camp. Guck mal, die haben für uns direkt schon einen Teppich ausgelegt. Es ist aktuell noch sehr kühl in dem Heim. Ja. Also dieses Gebäude 19 Grad. Nee, ich glaube, das ist weniger wie 19 Grad. Also mir ganz ja. Kalte Hände. Okay, das war Halle 3.
Wir sind jetzt mal in Halle 5 gehüpft. Wir werden jetzt die Reihenfolge nicht einhalten, weil das ein ewiges Gelaufe sonst ja, ist für uns. Ja. Sonst sind wir schon kaputt nach dem Hallenrundgang. Also Halle 5, da findet ihr Affinity, Robeta, Mastervolt ist hier auch. Robeta mit ihrem Superfahrzeug. Ja, das Schumacher Edition. Die hatten wir ja schon gefilmt. Findet ihr in unseren Videos. Ja. Sehr schönes Fahrzeug, aber auch sehr nicht ganz günstig. Preisbewusst? Nicht preisbewusst, ne. Megamobil. Hier laufen sogar noch Sägen. Guten Morgen. Hier haben wir Hobby und Stärkemann. Hobby wie immer sehr großzügig. Die haben immer sehr viele Wohnwagen ausgestellt. Also die haben eine ziemlich große Fläche. Ne? Ja, die haben wieder die halbe Halle belegt. Ja. Die kleinen süßen Beachy-Campus. Ja. Also die sind so cool. Ja, und wie Sie hier sehen, haben die Familien die Möglichkeit, aus den Einzelbetten eine Riesenliegewiese zu machen mit einem Maß 2. Also Hobby hat auch echt alles anzubieten, ne? Kleine Wohnwagen, mega riesige Wohnwagen, Wohnmobile, Kastenwagen. Schmidtmeier ist ja auch vertreten. Ja. Karthago findet ihr auch in Halle 5, Malibu, was ja zu Karthago gehört. Die haben auch einige Fahrzeuge, ja. Aber die sind auch noch mitten im Aufbau. Vorsicht, Kisten. Alles Kisten von Karthago, hä? Dann gehen wir mal in, was kommt als nächstes, hallenmäßig? Dann gehen wir jetzt in Halle 7. So, jetzt gehen wir Richtung Halle 7 mit euch. Auf dieser Seite befinden sich alle ungeraden Zahlen. Und auf der anderen Seite alle geraden Hallen. Geraden Hallen, geraden Zahlen. Weil sonst müssten wir die ganze Zeit nach links nach rechts und links nach rechts ja, laufen. Dann sind wir um 12 fertig. Ja. Mit den Füßen. Also wir befinden uns jetzt in Halle 7. Hier gibt es Campingzubehör, alles Mögliche. Dometic, Alco, Goldschmidt, Deleco, Movera, also um nur mal ein paar zu nennen, weil Büttner, ja, kürzer. Ja, Dometic. Ja, wir sind alle vertreten. Wie soll das hier fertig werden bis morgen? Ja, brutal, oder? Also was die hier leisten am Aufbau. Die sind ja schon einige Tage dabei, ne? Das ist die Aschtuzi-Hilfe. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht.
Wir sind jetzt in Halle 9. Es ist sehr laut hier. Ich frage mich nur, wie die das bis morgen alle schaffen wollen. Also die Halle 9 hat an den Wochenenden geöffnet. Vom 14. bis 16. habt ihr hier die Fahrrad- und Wandermesse. Und am zweiten Wochenende, also vom 19. bis zum 22. hier Golf- und Wellnessreisen, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen. Das heißt, die bauen jetzt alles ab, alles auf fürs erste Wochenende, bauen dann wieder um fürs zweite Wochenende. Also, alle Fahrradinteressenten ist am ersten Wochenende zu sehen. Cube ist hier auch vertreten. Sehr schöne Räder. Wer noch ein Fahrrad für sein Wohnmobil sucht, der findet hier bestimmt eins. Gut, Fahrrad fahren kann man aber auch ohne Wohnmobil. Ja. Es ist ja mal witzig. Das sieht so nach Post aus. Post, ja. Ganz Stück Post. Wenn sie es noch Geld machen würden, ja. So, jetzt Halle sind wir 10. In Halle 10. Bei Knaus, Weinsberg. Und Weinsberg, ja. Karaloft. Also hier sieht es schon ein bisschen aus. Also hier, hier sieht man schon, dass die Messe schon bald in Gange ist. Ja, hier ist nicht ganz so kalt. Nicht ganz so kalt und schon fast fertig hier. Boah. Also, ich habe Eisbein, so, also ich habe. So wie das aussieht, hat hier Knaus wieder eine eigene Halle oder was? Knaus Tabot. Krass. Alles? Bis jetzt habe ich noch nichts anderes entdeckt. Nee. Ja. Weinsberg, Knaus, ja. Tabot. Das ist wohl die Knaus Tabot Halle. Hier ist noch einer verhüllt. Das gibt dann die Neuheit. Hä? Bitte? Das gibt dann wieder zwei Neuheiten stehen da. Ja. Dahinter ist noch einer verhüllt. Ja, der wird wahrscheinlich erst in der Pressekonferenz enthüllt. Ja, die ganze Halle ist voller. Ein Hersteller. Zu dem gehobenen Tabot. Und hier könnt ihr dann eure Verträge machen. Ja. Also ihr braucht keine Angst haben, hier gibt es Platz genug. Für jeden Kaufwilligen. Ja. Dann sind wir jetzt in Halle 8. Hier wird auch noch fleißig gearbeitet. Hier ist unter anderem der Camping Wagner, Westfield. Wavecamper, Vigo-Zelte. Die müssen noch komplette Regale einräumen. Und das schaffen die bis morgen. Moin. Moin. Raimo. Dometic ist ja auch noch.
Gut, alles aufzählen können wir nicht, sonst wird das Video endlos. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Halle 6. Okay. So, jetzt sind wir in Halle 6. Halle 4 und 6 ist die Touristikhalle. Das Ganze mal von oben. Hohenlohe, Sachsen, Nationalparks, Dipstrill. Dipstrill. Ich würde mal interessieren, wie viele Menschen hier in den letzten Tagen beim Aufbau beschäftigt sind. Das dürften einige Hundertschaften sein. Dann gehen wir mal nach unten. Das ist echt krass, was die in so einen Tag bewältigen. Aufbau, ne? Nun wären wir in der Halle 4. Also wenn ihr Informationsmaterial für euren nächsten Urlaub benötigt, seid ihr hier ebenfalls wie in Halle 6 gut aufgehoben. In Halle 4 und 6 findet ihr wirklich alles. Was das Herz begehrt. Innerhalb Deutschland, dann Österreich, Italien, Kroatien, MSC, Reisen. Vorsicht. Ein Reisebüro auf der CMT. Schau mal hier, rechts Sardinien. Ich glaube, das werden wir uns auch mal genauer anschauen. Das ist auch noch ein... Willst du nach Sardinien? Ein Urlaub auf unserer Liste. Bulgarien. Dann haben wir es, glaube ich, alle Hallen einmal durch. Dann sind wir jetzt in Halle C2 bei Bimobil, Concorde, Morelo. Von Allrad bis zum Liner hier. Mhm. Mal einen Blick zur Concorde rein, das ist noch alles abgesperrt. Ja, cool. VIP-Camper. Hinstellen mit Blick auf den Strand. Ne? Mhm. Cool. Morelo. Hallo. Ja. Da vorne ist der Bomoklick vertreten. Genau. Ja, also die scheinen schon hier ganz schön fertig zu sein. Hier ist alles. Mhm.
Die sind entspannt. Ja, die können schon entspannt sein, ja. Okay. Wenn ihr in der Halle C2 seid, dann schaut unbedingt mal bei RJH Reisemobile vorbei. Die machen richtig coole Fahrzeuge. Wir haben da letztes Jahr auch schon welche gefilmt. Schaut mal auf unserem Kanal. Die haben mega Slide-Out. Also das Fahrzeug an sich hat hier, wo wir jetzt gerade vorstellen, nur eine Gesamtbreite von 2,35 und mit einem Slide-Out zusätzlich nochmal 1 Meter, gell? Oder 80 Zentimeter? 1 Meter, glaube ich. Und so eine richtig schön innen auch gestaltet. Ja, mega. Ja. Dann sind wir hier bei Phoenix. Puh. Alles schön hell gestaltet. Ja, Phoenix sind diejenigen, die von außen nach innen bauen. Ja, das stimmt, genau. Bei Phoenix steht erst die ganze Maske, also einmal das Ganze drumherum. Und dann kommt der Innenausbau. Und dann kommt erst der Innenausbau. Also die arbeiten nicht von innen nach außen, wie alle anderen, sondern von außen nach innen. So, das war unsere kleine Hallenführung für euch. Wir waren gerade sogar kurz in Afrika, Tunesien. Also ihr seid hier. Ihr könnt hier auf CMT einen kurzen Ländertrip machen. Innerhalb von ein paar Minuten einmal alle Länder switchen hier. Kostet euch nur den Eintritt. Hausbootferien. Wir werden das hier auch alles noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ne? Und wenn ihr Interesse habt an ein paar Videos, an ein paar Fahrzeugvorstellungen, dann schaut euch die nächsten Videos von uns an. Wenn ihr lieber Reisevideos schaut, dann müsst ihr leider warten, bis wir das nächste Mal in Urlaub fahren. Das wird noch ein bisschen dauern. Also, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis bald. Bis demnächst, ja. Ciao.